Ja, okay. Herzlich willkommen zusammen. Ich hoffe, man versteht mich soweit. Sonst, wenn ich lauter sprechen soll, sagt mir Bescheid. Das ist das erste Mal, dass ich so eins von diesen Mikros halten darf während eines Vortrags. Das Ganze nicht ohne Grund. Wir stehen zu zweit hier. Ich bin der Janon und das ist mein Kollege, der Daniel Klaassen. Wir werden uns den Talk ein bisschen aufteilen. Und zwar so, dass ich ein bisschen am Anfang euch erzähle über die, mit Slides ein bisschen theoretisch, über die Grundlagen, über die Konzepte von Rancher. Und dann der Daniel wechseln wird, um das Ganze live und hands-on nochmal zu erzählen. Heißt also, werdet die Sachen zweimal hören, einmal so ein bisschen in der Theorie und dann auch tatsächlich in der Praxis. Scheut euch nicht zu fragen, versuchen am Ende eine Viertelstunde für Fragen zu haben. Und dann würden wir auch im Endeffekt losgehen. Am Anfang, wir beiden, um unseren Kontext zu erklären, wir sind so im Java-Umfeld aktiv. Wir sind von der ViaBox, wir sitzen in Königswinter am Rhein in der Villa. Eine kleine Firma, 2009 gegründet, mit 10 Festangestellten plus, minus, aber ein gutes Netz von Freelancern, plus dann nochmal alles um und dran. Wir machen Logistiksoftware. Das bekannteste, was wahrscheinlich irgendwann jeder mal in der Hand hatte oder genutzt hat, ist die Packstationssoftware, die vielleicht einige kennen. Und sonst in dem Umfeld quasi alles, was man so an Logistiksoftware macht. Also von Tourenoptimierung für Logistikexpressern zu irgendwelchen Integrationsbussen und sonstigen Adaptern. Und dann was so ein bisschen mein Fokus in der Firma ist, sind Forschungsprojekte, weil ich aus dem Forschungsumfeld komme, von der Uni bin, sind Forschungsprojekte Richtung Innovation, Richtung Sicherheit in der Luftfracht und auch Volumenbestimmung für Fracht in entsprechend LKWs oder in sonstigen Palettierungsarten. Das ganze Thema Rancher ist entsprechend bei uns aufgekommen vor etwas über einem Jahr, als wir uns überlegt haben, okay, wir haben unsere Docker-Container, die wir jetzt bei uns in der Infrastruktur haben. Wir wollen quasi als Richtlinie bei uns jede Software in Docker packen und lauffähig kriegen. Jetzt will man die ganzen Sachen nach Prod schieben. Am Anfang erstmal losgelegt mit, okay, wir haben das Ganze selber per Hand zusammengebastelt mit Docker Compose und damals noch den Anfängen quasi dann auch Docker Swarm. Wie wollen wir skalieren? Wie wollen wir weitergehen? Wie wollen wir auch Überlegungen haben? Bleiben wir in der Private Cloud? Gehen wir Richtung AWS oder Sonstiges? Und da dann auf Rancher gekommen. Zum Vortrag, wie eben angekündigt, ich versuche so eine Viertelstunde, 20 Minuten die Folien kurz zu halten, weil wir alle wahrscheinlich mal auch interessiert sind, wie sieht es denn aus und wie fühlt es sich tatsächlich an, daher der Fokus eher auf Demo. Wenn ihr sonst Fragen habt im Anschluss oder sonst natürlich auch gerne danach. Okay, wer von euch nutzt Docker? Das heißt, ich kann zumindest den Codeblock einmal kurz halten, die Slide. Nur nochmal zusammenfassen, was für mich so eigentlich Kerne von Docker sind, warum ich es eigentlich auch als Entwickler relativ cool finde. Man kann eine Anwendung schön isolieren in einem Container. Man hat den zustandslos, wie wir vorhin auch schon in der Diskussion hier mal hatten. Heißt also, man hat keine Daten drin und gleichzeitig finden wir das Schöne, den Übergang, fließenden Übergang von Dev nach Prod. Also denselben Container sollte ein Entwickler nutzen, der dann auch quasi produktiv live geht, was bei uns zum Glück klappt, was wahrscheinlich überall so gang und gäbe ist. Rancher an sich, wie gesagt, sind wir vor etwas über einem Jahr rübergekommen. Klassiker, wer uns sucht, okay, ich habe ein Cluster-Management, gibt es immer so die üblichen Sachen. Ich mache es von Hand, ich gehe irgendwie Richtung Docker Swarm, ich mache Kubernetes, ich mache Mesos oder was auch sonst noch alles Mögliche so gibt. Haben wir uns alles damals angesehen, Richtung Kubernetes auch mal überlegt. Aber vom Gefühl her, viele Begriffe, viele Konzepte, die man da noch so sich überlegen muss, zu gehen, zu machen und was uns nicht so wirklich anfühlte wie Docker, weil Docker ist eigentlich gefühlt eine relativ aktive, wachsende Community, die eigentlich relativ viel Drive hat jetzt und wir wollten eigentlich ein System haben, was eigentlich nah an diesen Konzepten dran ist von Docker, was also dieselben Begriffe hat, dieselben Philosophien und auch quasi den Drive von Docker mitnimmt. Rancher, entwickelt von Rancher Labs, ist quasi Open Source, auch relativ aktiv und fleißig in der Entwicklung. Die erste 1.0er Live-Version ist quasi im März rausgekommen und dementsprechend da auch dann gehypt und viel genutzt. Das Schöne dann noch daran
ist quasi ja, die regelmäßigen Updates und regelmäßigen Releases, was wir als Entwickler eigentlich ganz cool finden, was quasi heißt, okay, sie versuchen auch wirklich schön symmetrisch und schön konstant jede Woche eine neue Dev-Version rauszubringen mit neuen Features. Pro Monat so eine Intermediate-Release-Version, die dann auf den nächsten Major raufkommt und dann einmal im Quartal wirklich eine Major-Version. Sodass dann jetzt nach der 1.0 auch die 1.1 dann schon im Juni rausgekommen ist, quasi laut Plan. Und jetzt durch den Sommerferien bedingt die 1.2er ein bisschen nach hinten gerückt ist, aber dann trotzdem auch im Herbst dieses Jahres erscheint und dann wahrscheinlich im Januar dann die 1.3 erscheint. Spannend bei der 1.2er, wenn ihr so im Docker mit zuhört und mitschaut, was sich da getan hat. Quasi Docker Networking ist da so eines der großen Features, die entsprechend in Rancher 1.2 supported werden. Und Mesos ist so ein großes Tooling, was so drin ist. Gehen wir mal ein bisschen in meine größte Folie, die am erschlagendsten wirkt, die aber eigentlich relativ einfach ist. Was wir im Rancher-Projekt haben wollen, ist eine Abstraktion von unseren Host-Systemen, so wie wir es von Docker Machine schon kennen. Bei Docker Machine ist es ja mittlerweile egal, was für ein Driver hat man im Hintergrund, hat man VirtualBox, hat man sonstigen Sachen. Das heißt, unten haben wir so ein großes Sammelsurium an tatsächlichen Host-Drivern, wo wir quasi sagen, okay, unsere Hosts basieren darauf. Heißt, man kann AWS nehmen, man kann DigitalOcean nehmen, man kann aber auch Docker Machine nehmen und damit quasi alles an ja, Features, die man in Docker Machine hat, um sich selber seine Private Cloud hochzuziehen, kann man dann auch sehr einfach in Rancher einbinden. Das Ganze werden wir dann auch gleich sehen, wie einfach das ist und wie schnell man da up to speed kommt. Und hab von dem bietet Rancher Basisfunktionalitäten, die jetzt auch mittlerweile Schritt für Schritt in Docker mehr verfügbar sind, aber die man damals auch noch brauchte, quasi Standard. Man hat einen DNS für die Application Services, um hostübergreifend sich zu finden. Man hat Metadaten, um Informationen zu kriegen, wie welche Version, welches Grundsystem. Man hat einen Load Balancer, die im HA-Proxy sind, die man sehr einfach verwenden kann, sodass man eigentlich sehr einfach hat, wenn man einen Server hat, wo mehr da sind, schaltet man sich einen Load Balancer davor. Und dann das Klassische bei Docker, Networking und Storage, wo man sich immer wieder fragt, was gibt es da an Treibern, wo jetzt auch mit der 1.1 und 1.2, 1.12 sich viel getan hat, Richtung Volumes und Networking. Da gibt es quasi auch schon von Rancher eine Lösung. Und jetzt gibt es auch Bestrebungen oder gibt es schon die ersten Dev-Versionen, wo dann auch die 1.12er-Features in Rancher quasi nativ drin verwendet werden. Und on top, das Klassische, was man sonst immer hatte, was möchte man nehmen? Docker Swarm, möchte man Docker Kubernetes nehmen oder möchte man mit Docker in Kettle arbeiten? Kettle ist das von Rancher selber. Rancher hat das Coole, dem ist das eigentlich ziemlich egal, was für eine Orchestrierung und Scheduling-Framework man nimmt. Also wenn ihr Kubernetes nimmt, könnt ihr es relativ easy einfach in Rancher einbauen. Wenn ihr euch dann irgendwann überlegt, okay, wollen jetzt mal experimentieren mit Docker Swarm oder halt den Build-In von Kettle, könnt ihr es quasi auch total einfach bei euch einbinden und ihr habt immer die Standard-API, immer dieselben Befehle, immer dieselben REST-Endpoints und das Einzige, was sich ändert, ist quasi die Orchestrierung in dem jeweiligen Environment, was wir gleich sehen werden. Das heißt also, dieses übliche Dissen oder Diskutieren, was ist besser, ist so ein Gefühl von in den Hintergrund getreten zu, lasst uns einfach das nehmen, was wir haben, was wir gut finden und lasst uns in die Richtung weitergehen. Und on top davon gibt es auch noch ganz nette Features, die wir gleich auch noch zeigen werden. Das ist ein Katalog vor allen Dingen. Das ist ein Feature, was eigentlich heißt, wenn ihr euren Docker-Stack habt, den ihr irgendwie haben werdet, ist eigentlich so das Schöne wie so ein App-Store oder so ein Library, eine Möglichkeit zu haben, euer eigenes System möglichst einfach zu haben, dass wirklich jeder Entwickler oder jeder Nutzer einfach mal eine neue Umgebung aufsetzen kann für, keine Ahnung, Kunde XY oder was auch immer, wo man immer so ein Standard-Setup hat. Heißt, das ist auch so ein Feature, was sonst wenig gibt und was hier eigentlich ganz schön gelöst ist, weil man auch eigene Private Catalogs für seine eigene Firma einrichten kann. Das werden wir dann noch zeigen. Genau. Fragen soweit schon mal?
Jein. Jawohl. Also die Frage war, ob die Catalogs unabhängig sind von Docker Swarm, Kubernetes und Kettle. Sind sie derzeit nicht. Das heißt, man bräuchte für jeden seinen eigenen Catalog, wobei die Sachen relativ generisch sind. Also es ist quasi immer die Docker-Compose-Datei plus nochmal Metainformationen von dem jeweiligen System. Also wenn man Swarm-Rules hat, dann sind die quasi nur für Swarm oder sonst kann die relativ gut einfach kopieren und übernehmen. Weiteres? Also sonst gehen wir einfach mal ein bisschen in die Begriffe rein, damit wir auf einem Stand sind. Ich habe eben schon von Environment gesprochen. Das heißt, wir haben Hosts, sei es AWS-Knoten, sei es wirklich physische Rechner, sonstige Ressourcen oder Container. Alles, was wir in Rancher haben, läuft in genau einem Environment. Klassische Beispiel, Dev, Production, Staging, wie auch immer man es nennen will. Das heißt, das ist eigentlich ganz schön, man hat irgendwie so eine Gruppierung über Server, über Host zusammen, die man zusammenfasst zu einem Environment. Und für ein Environment kann man dann entsprechend Rechte definieren, man kann User definieren, man kann sich überlegen, wie wir damit umgehen. Ist das produktiv? Also kann man da besondere Regeln machen? Und pro Environment kann man dann auch entsprechend überlegen, was für eine Orchestrierung nutze ich dahinter. Nutze ich dahinter Kettle, nutze ich Kubernetes, Mesos, Docker Swarm und was auch immer. Und wenn ihr die schon habt, könnt ihr die einfach mit einem Rancher Agent, den man halt einbindet, einfach, relativ einfach einbinden. Das Ganze hatten wir schon in der Diskussion irgendwie vor ein paar Monaten. Da habe ich den Talk quasi genauso gehalten bei Chefkoch. Die nutzen Kubernetes, fanden dann ganz cool, dass man das auch mit Rancher machen kann und haben dann auch mal einen kleinen Spike gemacht. Ja, Rancher mit ihrem existierenden Kubernetes. So dass man da auch sieht, es geht eigentlich relativ einfach und relativ schnell. Zugrunde liegend, was ihr vorhin gesehen hattet, die Hosts, was kann das alles sein? Das ist ein kleiner Ausblick von dem UI von Rancher, wo ihr quasi seht, eigentlich gefühlt, egal was man so als Hosting-System hat, von Azure, Amazon zu, ja, ich möchte es hard bleeding auf irgendwelchen sonstigen, generisch mit Docker Machine. Egal was ihr habt als Systeme, ihr könnt entsprechend sagen, okay, dieser Host ist jetzt ein AWS, dieser ist jetzt eine Docker Machine, ein eigener Host. Die könnt ihr alle zusammenbinden. Das heißt, es ist losgelöst von den tatsächlichen physischen Anbindungen, was eigentlich auch so ein bisschen die Philosophie von Docker ist, dass man eigentlich ein bisschen abstrahiert davon und eigene Plugins schreibt, die dann jeweils die Anbindung machen. Dann das nächste, was man so in dem Umfeld kennt. Wer von euch hat schon mal eine Docker Compose geschrieben, gemacht, genutzt? Immerhin ein paar. Heißt eine Docker-Compose-Datei, definiert eigentlich zusammenhängende Container, wenn man nicht nur einen hat, sondern zwei, drei oder mehr, schreibt man eine Docker-Compose, klassische Beispiel WordPress, man hat WordPress selber, man hat irgendwie eine Datenbank und vielleicht noch einen Load Balancer oder irgendwas davor. Wenn man eine Docker-Compose schreiben wollen, dann sagt okay, WordPress besteht aus diesen Containern, die sind zusammengelinkt und damit kann man dann loslegen. Ist von Docker unterstützt. Hat eigentlich auch, findet man überall an solchen Docker-Compose-Dingern. Und das Schöne an Rancher ist, man kann die importieren. Die sind quasi nativ unterstützt. Und Rancher an sich hat quasi auch Docker-Compose-Dateien plus nochmal eine eigene Metadatei, die aber sich auch an derselben Syntax orientiert. Ja. Ich muss mal Version 1 fragen. Die Frage war, welche Version von Docker-Compose wird unterstützt? Derzeit die Version 1 mit dem Release 1.2 im Oktober auch die Version 2. Heißt also, derzeit hat man noch die Krux. Wenn man Docker-Compose-Dateien findet, sind die meisten schon auf Version 2, dass man da noch ein bisschen rumhacken darf, um die dann da rein laufen zu kriegen. Im Dev und im Milestone-Month-Release von Rancher kann man schon V2 nutzen und dann jetzt halt ab Oktober auch in Produktiv. Heißt also, was wir sehen, so eine Docker-Compose definiert einen Stack, genauso wie in Docker quasi mit Services. Das bedeutet entsprechend, man hat auch nativ visuell in Rancher einen Stack daraus. Was eigentlich sehr schön ist vom Handling, da wir als Entwickler relativ nativ unsere Ideen von einem Docker-Compose-Datei auch in Rancher überspielen können. Ja, und eben schon erwähnt, der Catalog ist quasi eigentlich dann im Endeffekt
wenn du es als Entwickler Sicht sehen, eigentlich nur eine Übersicht und eine Sammlung von Stacks, die halt gewisse Templates und Beschreibungen haben werden. So klassische, wie soll mein Public Port sein für den WordPress, was ich eben gesagt habe. Heißt also, eine schöne UI, die relativ automatisch generiert wird, die man dann halt einfach wiederverwenden kann. Die nutzen wir auch mittlerweile relativ gut und gerne für halt unsere Produkte, die wir in Rancher haben und die man dann in den Stack packt von sich aus und dann einen Katalog hat in seinem Corporate Network, die einfach in einem Git-Verzeichnis sind und die dann entsprechend genutzt werden von allen, um das zu machen. Das UI sieht dann entsprechend ähnlich aus wie dem von eben. Das werden wir auch gleich nochmal in Demo sehen. Heißt also, man hat eine Übersicht von allen Sachen, die da entsprechend drin sind. Das besteht einerseits aus einem von Rancher Labs selber administrierten Kern und dann einer Community. Heißt also, auf GitHub gibt es einen Open Source Community Katalog, wo jeder, wenn er eine Docker Compose hat, seinen eigenen Template hinzufügen kann, administrieren kann und sagen, hey, hier, das wäre ganz cool. Und das wird dann auch hier übernommen. Zum Beispiel das Certified, was man da oben sieht, das Convoy NFS ist in der Library drin und sonst Großteile von den restlichen sind mittlerweile in der Community drin. Heißt, wenn ihr was selber hinzufügen wollt, was ihr immer gerne nutzt, was meint, hey, andere könnten davon auch profitieren, einfach das Ding einmal klonen, selber committen, pushen und dann landet es entsprechend relativ schnell synchronisiert auf den jeweiligen Rancher-Nodes. Das so ein bisschen zu den großen Konzepten. Was eigentlich so das Spannende ist, warum wir den Talk eigentlich auch so ein bisschen machen wollten, war so ein bisschen von unseren Erfahrungen zu erzählen, quasi was ich gesagt habe. Wir haben vor einem Jahr angefangen, damals noch mit der 0.2 oder so, irgendwas Komischem. Jetzt mittlerweile zu 1.0, 1.1 und dann auch 1.2. Der Klassiker, was halt immer so passiert, was ganz gut im Endeffekt geklappt hat, wir haben auch Puppet mit dabei. Wir haben also unsere Hosts, die wir administrieren mit Puppet. Das ist halt quasi irgendwie gewachsen durch unseren Opsler, die quasi Puppet mögen. Da gibt es quasi auch so ein Rancher-Puppet-Modul, was ein bisschen buggy ist, zumindest auch häufig, wo man merkt, da ist noch nicht wirklich nachgedacht an manchen Stellen. Da haben wir dann auch viel contributed, um das ein bisschen zu pushen. Der Klassiker, der bei uns war, das Puppet-Modul zieht sich immer Latest Version, was halt auch dann Dev und Nightly und sonstiges heißt. Und während das auf Prot hat, ist das jetzt nicht gerade cool, während von einer Major auf irgendeine Dev-Version zwischenwandert, durch irgendeinen Bug in dem Puppet-Modul. Heißt also, das haben wir dann schmerzlich gemerkt und dann auch wirklich auf Prot erlebt, was es heißt, von Stable auf Dev zu wechseln, was dann auch bedeutet, es gibt Migrationsskripte von Rancher zwischen Stable und Stable. Das heißt, das klappt eigentlich seit 1.0 absolut problemlos. Aber don't do it, don't change to Dev, weil von Dev auf Stable gibt es quasi irgendwann dann kein Migrationsskript mehr. Das heißt, wenn ihr einmal auf Dev seid, seid ihr auf Dev und dann bleibt ihr das auch. Was halt wirklich nervig ist. Wir haben dann irgendwann Cut gemacht, haben uns entschieden, okay, jetzt reißen wir erstmal alles runter und haben dann quasi einfach sauber einmal die Stable-Version genommen, um Prot einfach nochmal sauber zu machen, weil unsere Datenbank absolut korrupt war und totalen Käse hatte. Was wir während dem Ganzen halt auch gemerkt haben, ist eine coole, aktive und offene Community, sei es Issues, die wir hatten mit Rancher oder Change Requests oder sonstigen Sachen auf GitHub, haben einfach unsere naiven Einsteigerfragen gestellt, haben positive Antworten gekriegt, freundliche Antworten, haben auch schnell Antworten gekriegt und konnten damit auch sehr schnell unsere Probleme tatsächlich auch in Produktion lösen, sodass wir jetzt auch ein gutes Gefühl haben, das zu sagen, ja, das ist cool, dass man Hilfe kriegt, dass man nicht auf sich alleine gelöst ist und stellte sich dann halt auch raus, dass viele Sachen, die wir hatten, die wir gesehen haben, im Detail halt auch von anderen genauso gefragt wurden, sodass dann auch ein paar Sachen, die wir als Features hatten, dann auch mittlerweile dann Schritt für Schritt in die Rancher-Version reingestiegen sind. Ja, was dann noch eben so ein bisschen erzählt habe, der Catalog ist halt ein sehr cooles Feature, was wir halt eigentlich auch so an sich cool finden, was echt die Arbeit deutlich vereinfacht, auch für Leute, die quasi nicht in der Produktion sind, die halt nicht unbedingt immer Kern sind, können dann einfach so ein System wieder nachziehen und wieder integrieren.
was ich persönlich halt sehr schön finde, es gibt ein CLI-Tool, wo man auf der Kommandozeile mit Rancher arbeiten kann. Das heißt, alles, was ihr gleich irgendwie im UI sehen werdet, kann man auch auf der Kommandozeile machen mit den Standard-Docker-Befehlen. Man kann sagen Stop, Update, Logs und so weiter auf der Kommandozeile. Was sehr schön ist, weil ich dann einfach als Entwickler mir die Logs in meinem üblichen Standardfluss auf dem Terminal ziehen kann, wenn irgendwas auf Staging oder sonst was ist und dann nicht irgendwie auf andere Stellen rumklicken muss oder SSH und Tail und was auch immer machen muss, sondern ich habe ein Tool, was einheitlich läuft, was genauso wie andere meine Docker-Befehle genau dieselben Befehle macht und dann sehr angenehmes Handling macht. Und was ich persönlich auch gemacht habe, ist die übliche Frage, die man sich sonst stellt, wenn man irgendwie Kubernetes hat, dann muss man Kubernetes installieren und relativ viel Overhead machen, um je nachdem das vielleicht bei sich ans Laufen zu kriegen oder bei den anderen Systemen. Rancher an sich kann man entweder, wenn man ein zentrales hat, seinen eigenen Rechner als Environment einfach reinhängen. Rancher an sich ist ein Docker-Agent oder auch im Server als Docker, sodass man eigentlich als Entwickler innerhalb von einer Minute gefühlt entweder sein eigenes Rancher hochzieht oder seinen eigenen Rechner, seinen eigenen Mac in einen Environment auf einem Server einlenken kann und dann auch entsprechend alle Services nutzen kann, die Rancher sonst bietet. Heißt also, da kann man dann auch so Sachen machen, wie wir es gemacht haben, sodass man bestimmte Service Discoveries oder Configs, die dann auf Pods sind, auch einfach relativ angenehm mitnutzen kann. Gut. Sonst wäre meine Frage, gibt es noch Fragen? Sonst würde ich jetzt mal in den spannenden Teil gehen und ein bisschen Hands-on zeigen. Und sonst hätten wir am Ende nochmal die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ja. Also im Catalog werden dann quasi Compose-Files mit noch Zusatzinfo verwendet. Genau, die Frage war, was in Catalog drin ist. Wir werden es gleich sehen. Sind Docker Compose mit so ein bisschen einer YAML-Datei, wo Variablen substituiert werden, um zu sagen, fürs UI ist das jetzt ein String-Auswahlfeld, ein Int, was man haben will und was soll da stehen als Key. Genau. Und was soll man so als Beschreibung drin haben. Ja. Das heißt, man hat dann auch so eine Möglichkeit, das zu machen, dass Compose mit den Overrides anbietet, dass man bestimmte Teile überschreiben kann zu der Basiskonfiguration. Genau, also man kann dann in den Catalog hingehen und entsprechend Sachen überschreiben und anpassen, wie man es entsprechend will und das wirklich als Template nehmen. Ja. So, die Frage war, wie viele Server wir haben. Das weiß ich gar nicht unbedingt, weil es immer so im Fluss ist. Genau, gefühlt wächst das täglich. Ich war letzten 2 Wochen im Urlaub und hatte das Thema so ein bisschen mitbetreut am Anfang und kam dann wieder und habe dann mit unserem DevOps-Menschen gesprochen und er erzählte mir plötzlich irgendwie von Agent irgendwie 5 bis 10 und ja, die kannte ich halt dann irgendwie nicht und er hat ganz neue Environments aufgezogen und das ist halt, also ich würde sagen, wir stehen jetzt irgendwo bei +10, was ja. Dann wirklich... Stabil, Agents sind, genau. +10, plus dann nochmal irgendwie genau. Spike-Projekte, wo man auch mal AWS einbindet oder sonstige, wo es dann schwerfällt, um zu sagen, wie viel es dann tatsächlich sind. Ja. Haben aber auch schon kundenproduktiv drauf. Ja. Frage war, ob wir das Rancher OS auch verwenden. Wir haben mal gespiked damit und haben damit experimentiert mit der 0.4 und 0.5er, also relativ aktuell, haben damit auch unseren Stack mal laufen lassen. Ich persönlich fand es eigentlich ganz, ganz cool, ist aber noch so ein bisschen in Kinderschuhen. Aber jetzt derzeit haben wir es nicht mehr aktiv im Produktivbetrieb, aber eher noch so in der Entwicklungsschiene. Das Problem ist so ein bisschen gewesen, dass da halt alles man wieder von vorne anfangen muss, weil Rancher OS hat man alles in Docker, was nicht, oder man hat eigentlich alles bis auf den Kernel in Docker Sachen drin und da muss man halt immer sehr gut suchen, was gibt es da, wie funktioniert es und da fällt es dann auch manchmal ein bisschen schwer, sich gegenüber den Chefs zu rechtfertigen, warum man denn wieder von Scratch anfängt, wenn es da nicht ein Linux gibt, was das eh alles gefühlt für die schon in Ops produktiv funktioniert und stabil ist. Die Frage war, was wir stattdessen nutzen. Wir nutzen derzeit, glaube ich,
Debian und in einem Teil Red Hat. Mhm. Aber ja, das ist so unsere Basis normalerweise. Ja. Gut. Dann würde ich mal weitergeben an Daniel für die Demo. Ja, vielen Dank. Man kann mich verstehen. Ich sehe nickende Köpfe. Okay, kommen wir zur Demo. Das hier brauchen wir nicht mehr. Jetzt muss ich gerade mein Fenster suchen. Okay. Wir sehen hier erstmal so die Standardübersicht von Rancher, wo ich irgendwie eben alles mal eingeklappt habe, damit man nicht direkt erschlagen wird. Wir haben den Login geskippt. In der Standardinstallation ist das nicht konfiguriert. Man sieht es hier oben, kleines Ausrufezeichen, Access Control not configured. Meint eben, hey, du kannst jetzt hier drauf zugreifen, jeder ist irgendwie Admin, das ist vielleicht keine gute Idee. Ist aber halt nur eine Demo gerade. Man hat es eben auf der großen Slide von Jan gesehen, man kann diverse Authentifizierungssysteme anschließen, AD, LDAP, Open LDAP und wie sie sonst noch alle heißen. Bei uns betreiben wir das momentan auch nur mit einer lokalen auf, sind gerade dabei, das an unser LDAP anzuschließen. Dafür brauchen wir aber erstmal ein LDAP. Also es geht aber. Also wir haben in Spike schon herausgefunden, dass es möglich ist. Und ja, kommen wir zurück zu Rancher an sich. Wir sehen oben so ein bisschen die Begriffe, die Jan eben angesprochen hat. Also wir haben hier so eine Ansicht Stacks, wir haben den Catalog, wir haben Infrastructure, wo wir dann eben auch die Hosts sehen können. Aber vorweg, ganz links, steht Default und drüber steht in ganz kleinen Environment. Kann man das lesen oder soll ich ein bisschen größer machen? Ich habe Angst, dass es umbricht und dass es dann gleich hässlich wird, weil es ist eigentlich ein ganz schickes Tool, das muss man jetzt nicht in der Demo kaputt diskutieren. Also es ist alles Environment-based und demnach ist es halt auch so, dass wenn ich jetzt mir die Hosts angucke, die zu dieser Environment gehören, dass ich erstmal nur einen sehe. Auch hier, alles collapsed. Ich gehe da gleich ein bisschen mehr ins Detail. Was macht Rancher an der Stelle hier? Rancher Server an sich läuft auf irgendeinem Host, oben mit der IP .100 am Ende. Und das Ganze läuft in einem Docker-Container. Der ist privileged, das heißt, er darf ziemlich viel machen auf dem Server, was aber auch einfach benötigt wird an manchen Stellen. Und zwar genau dann, wenn man einen Agent hinzufügt, die beiden kommunizieren über ein OpenSwan VPN miteinander, brauchen dafür verschiedene Ports, die sie halt offen haben müssen. Das setzt aber dann eben auch voraus, dass es eben nicht zwingend irgendwie ein Corporate Network gibt, wo die miteinander sprechen dürfen, sondern man könnte es rein theoretisch auch sicher übers Internet machen. Sicher. Wir betreiben das nicht übers Internet, wir haben ein Corporate Network und es funktioniert. Das heißt, selbst wenn man mehrere Netzwerke hat, Rancher hat Mechanismen eingebaut, um dann auch die IP-Adresse, die zur Kommunikation benötigt wird, zu ermitteln. Es werden verschiedene Sachen ausprobiert und wenn das alles nicht reicht, wenn das alles nicht hilft, kann man die IP auch angeben. Aber in der Grundkonfig braucht man das nicht. Das heißt, auf dem Agent, den wir hier jetzt sehen, dieser Rancher Agent 1, das ist eine lokale Docker-Machine auf meinem Mac, und den habe ich jetzt einfach hinzugefügt als Agent. Und das Ganze mache ich relativ straightforward. Wenn ich hier oben auf Add Host gehe, kann ich auswählen, was für einen Betreiber ich eben nutzen möchte. Die Liste ist viel größer. Das ist die Standardkonfiguration. Ganz viele sind deaktiviert, weil sie vielleicht einfach nicht so häufig genutzt werden. Wenn man das nutzen möchte, kann man das aktivieren. Wir könnten jetzt die anderen sogar auch noch deaktivieren, weil ich mache hier nur einen Custom Host. Und jetzt sehe ich halt hier die Ports, welche ich brauche, 500, 4500 für eben die VPN-Verbindung, die da aufgemacht wird zwischen den Agents selber. Also die Kommunikation geht nicht über den Rancher-Server als Relay, sondern der Rancher-Server dient eben nur als Metadaten-Storage. Also die Agents melden sich an, fragen, okay, mit wem muss ich mich verbinden, und die bauen sternförmig ein Netzwerk untereinander auf. Was ich danach tue, ist, ich gehe einfach hin und sage, okay, ich möchte das laufen lassen. Ich kopiere das Sudo jetzt hier explizit nicht mit, weil ich auf Docker Machine unterwegs bin. Und wir haben hier ein Rancher Agent 3. Kann man das sehen? Einmal nochmal gucken.
Hier läuft nichts aktuell. Das heißt, ich führe das jetzt hier mal aus. Ah, Seashell, nein. So, und danach kriege ich eine ID. Das ist meine Docker-ID, kennt man. Ich gehe zurück. Schließe das Ganze. Und wenn ich ein bisschen warte, sollte hier gleich... Sorry. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Den wollte ich eigentlich in einer anderen Environment drin haben. Ja. Gut, dann machen wir es so. Was ich jetzt hier gemacht habe, war, ich habe einen neuen Agent hinzugefügt und wir sehen direkt schon, dass da was passiert, nämlich das Scheduling von Rancher selber tritt in Kraft. Das bedeutet, es gibt manche Container, die eben so konfiguriert sind, dass sie überall starten. Jetzt muss ich schauen, wie ich weitermache. Das war jetzt ein grober Unfug, den ich getan habe. Na gut, wenn wir jetzt schon mal hier sind, schauen wir uns das Ganze nochmal von einer anderen Perspektive an. Also wir haben hier auf den jetzt inzwischen zwei Agents haben wir zwei Stacks laufen. Stacks im Begriff hat Jan kurz erklärt, das ist irgendwie so ein gruppierter Service, der eben aus mehreren, es ist ein Stack, der aus mehreren Services besteht. Kann man sich vorstellen, wie eben so eine Docker Compose. Bei Rancher wird es nochmal erweitert um eine Rancher Compose, um ein bisschen Metadaten mitzugeben, sowas wie Scaling. Ich habe bestimmte Container, die als Sidekicks verwendet werden. Sidekicks ist auch so ein Begriff aus der Rancher-Welt. Man könnte sich vorstellen, so Data-Container. Also irgendwo, wo mein Volume drin gemountet ist. Und wenn man sich das jetzt mal anschaut, wir haben bei Elasticsearch, das ist einfach nur aus dem Catalog installiert. Und in der Standardkonfiguration werden verschiedene Container für diesen Dienst gestartet. Das ist eben einmal ein Client und ein Data Volume und dann noch ein Base Client. Und was ich jetzt auch noch sehe, ist rechts so ein bisschen, genau davor hatte ich Angst, es bricht um, rechts so ein bisschen Insights über die Stats der einzelnen Container. Und das Ganze zeige ich auch gerade nochmal auf Host-Ebene. Auf Host-Ebene sieht es eben so aus, dass das Ganze aggregiert wird. Also ich sehe dann wirklich dann den kompletten Verbrauch, der über meinen Docker-Daemon eben erzeugt wird, die Last. Am Host selber sehe ich auch noch, was sonst alles darauf läuft. Deswegen hatte ich das eben ein bisschen eingeklappt. Hier ist nämlich schon sehr viel gerade unterwegs. Gehen mal gerade zurück. Und jetzt würde ich mal gerade ein bisschen was zeigen, was man so als Quick Win bekommt, wenn man den Catalog nutzt. Also wir haben irgendeinen Service, der läuft bei uns, irgendein Stack. Das ist in dem Fall unser Elasticsearch. Der erzeugt eine bestimmte Last. Das haben wir gerade eben in dem Diagramm gesehen, als wir uns den Host angeschaut haben. Und es gibt halt Prometheus. Auch fertig in dem Catalog. Und ich muss nur auf Run klicken. Wir sehen uns das gleich noch an. Und was wir darin dann bekommen, ist meiner Meinung nach ziemlich spannend, falscher Link, ich wollte hier draufklicken. Ziemlich spannend, wir haben einen Grafana mit drinne, was über InfluxDB und so weiter und so fort, irgendwie kriegt es Metriken. Mehr muss uns gerade nicht interessieren. Und die Metriken, die werden halt hier schön angezeigt. Und dafür habe ich absolut gar nichts konfiguriert. Also das ist ein Beispiel, Click and Run. Und was das eben für uns tut, ist, es zapft die API an von Rancher selber. Dazu nutzt es unter anderem die REST-API, die wir haben. Am besten gehen wir mal gerade rein. Mal kurz zurück. Alles, was wir hier sehen, gibt es als REST-API. Und das sieht ganz genau so aus. REST-API mit Hull, Hey to Us, komplett browsable. Man kriegt so ein kleines UI, wo man ein paar Aktionen ausführen kann. Und das ist der Punkt, wo es spannend wird, weil in dem Moment kann man wirklich automatisieren. Also ich kann das entweder irgendwie verskripten, kann die Calls machen, ich kann Environment-spezifische Keys geben, zum Beispiel für einen Jenkins, wenn ich eine Continuous Integration-Pipeline haben möchte, könnte der letzte Step in meinem Jenkins einfach sein, okay, du hast hier deinen API-User und ruf die REST-Schnittstelle auf und sag, upgrade mal bitte diesen Stack, weil vorher in dem Job hat jemand das Image neu gebaut und an meine Registry gepusht. Nächster Stichpunkt Registry. Wir sind gestartet ohne Rancher und hatten da, glaube ich, schon 3-4 Docker-Hosts und haben irgendwann mal die Registry aktualisiert. Das war irgendwie uncool, weil danach hat so gar nichts mehr funktioniert.
Das heißt, irgendwie irgendwas war anders am Docker-Login für die Registry und wir hatten dann das Problem, dann wurde es halt dann mal doch nicht über Puppet gemacht, sondern ja, mal gerade auf der Command-Line für den User, der das Deployment macht, den Login gemacht und sowas wird einem abgenommen mit Rancher. Man kann hier seine Private Repositories eben eintragen, seine Private Registries eintragen. Unterstützt wird im Prinzip alles, was Docker Registry konform ist. Und für den Fall, falls das nicht ist, kann man hier auch noch so ein bisschen customizen. In dem Beispiel habe ich jetzt keine drin. Standardmäßig ist Docker Hub immer verfügbar. Das heißt, wenn ich ein Image deployen möchte und es ist im Hub, dann geht das. Was ich hier noch machen kann, ist, ich kann mein Private Docker Hub noch anschließen. Ja, bitte. Wie werden die dann referenziert aus dem Katalog raus? Ja. Genau. Die Frage war, wie werden private Images eben referenziert, wenn sie in einem Katalog verwendet werden und in einer privaten Registry liegen. Und ja, das ist dann der volle Pfad, also myrepo.company.com und dann eben /group, Container oder Image Name, Doppelpunkt Version oder Latest oder eben nichts für Default Latest. Ja, also so wie man das dann eben auch von der Command Line kennt, wenn man eine Private Repo verwendet. Okay, die Frage war, ob man Nexus-artig Proxys definieren kann, die quasi, ich denke mal, auch dann als Corporate Cache dienen sollen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Docker Registry das an sich kann, aber die kann es nicht. Ja, genau, also das wäre dann, ja, mit Nexus, mit dem neuen Nexus 3 geht es natürlich. Genau, das neue Nexus 3 ist Docker Standard Registry konform. Die zweite, die hat diesen Verfahrensaspekt, verstehe ich das richtig, das ist dann quasi pro Rechner ein eigener Exporter mit Prometheus. Also das heißt, da drin steckt noch nicht drin, dass ich über alle Rechner aggregieren kann und das ganze System sehen. Doch, die Frage war bei dem Prometheus Stack, ob man dann einen Exporter pro Node braucht. Ich muss auf jeden Fall, aber die Frage ist, ob die Daten. Du hast doch eine Postkarte vorgestellt, ich kenne es ja nicht. Und das klang gerade so, als hätte ich wieder Agent das kriegen. Und wie kriege ich denn quasi vom ganzen System, also wie hole ich mir alle Daten? Hast du dann Z3 noch ein Problem, dass ich das nochmal holt? Okay, also die Frage war, wie die Daten in Prometheus aggregiert werden und ob sie aggregiert werden. Zentral für alle Nodes. Ja, okay. Nochmal kurz dazu. Also das ist ein Teil der Docker Compose, die eben dafür benötigt wird, um das eben aufzuspawnen, was wir da gerade eben gesehen haben in Grafana. Und die andere Frage, wie es aggregiert wird, ist folgende. Es gibt dafür ein Dashboard, ich kann mir die Hostsets ansehen. Ich kann auch den Refresh mal ein bisschen runterstellen. Und kann hier oben sagen, über welche Nodes ich was sehen möchte. Beantwortet das die Frage? Okay, cool. Gut. Wir waren gerade bei Registry und API und nochmal, also die API ist wirklich alles das, was das UI kann, weil das UI vollkommen auf diese API aufbaut. Und dazu gibt es noch was Schönes. Wenn man das Ganze noch mehr automatisieren möchte, also nicht irgendwie mit Curl anfangen möchte, gibt es hier unten immer einen Download-Link zu der aktuellsten Version von Rancher Command Line Tool. Gibt es für macOS, Windows und Linux. Und dieses Command-Line-Tool verwendet auch genau diese API. Das heißt, wir haben 100% Feature-Completeness zwischen UI, REST-API und dem Command-Line-Tool. Und das bringt natürlich extreme Vorteile, wenn man das in automatisierten Umgebungen wie in einem Jenkins zum Beispiel nutzt. Oder wenn man Nagios-Monitoring oder sonst irgendwas automatisieren möchte. Man kann an die Stats dran, man kann an die Container-Informationen dran und so weiter und so fort. So, ich muss mal kurz auf meinen Cheat-Sheet gucken. Genau. Wir wechseln mal gerade die Environment, da wo ich eigentlich den Agent hinzufügen wollte. Das heißt, man sieht hier kurz einen Ladebildschirm. Ich schaue mal gerade auf Infrastructure. Wir sehen, es ist nur ein Agent da. Eigentlich sollte da jetzt ein zweiter sein, ist aber nicht. Was ich jetzt einfach mal mache, ist,
Ich zeige Ihnen mal einen Catalog, den ich eben angelegt habe. Das ist der Frostgone Catalog. Ich muss hier mal die Suche rausnehmen. Und wir sehen, hier ist so ein PHP MyAdmin. Das war irgendwie so ein Beispiel, was man schneller an den Start bringen konnte, weil es läuft gerade ein Galera-Cluster. Und wenn ich mir das hier anschaue... Vorher nochmal kurz zurück, Galera. Wir sehen hier den Service an sich. Es gibt aktuell, wir gehen einfach mal rein. Es gibt aktuell 2 Knoten in dem Galera-Cluster plus noch so ein bisschen Sidekicks und so Config-Container drumherum. Das Schöne ist jetzt aber, weil das eben so gruppiert ist, kann ich hier oben einfach auf Plus klicken und ich kriege neue Nodes dazu. Das kann ich auch nochmal machen, dann habe ich irgendwann so viele, dass mein Mac abbraucht. Aber grundsätzlich ist das Schöne eben daran, dass in diesen Sidekicks ist alles an Scripting drin, was benötigt wird, um die Konfiguration so anzupassen, dass alle Nodes miteinander kommunizieren können. Bei Galera ist das halt, sag ich mal, relativ einfach. Also wenn man das jetzt mit Postgres machen möchte, dann möchte ich das hier nicht vorführen. Rant on. Bitte. Genau, also die Frage war, was passiert, wenn ich einen neuen Node hinzufüge? Wird die Replikation dann angestoßen? Und das war gerade das, was ich meinte. Also die Konfiguration wird angepasst, weil das ist ja auch teilweise nötig. Und ja, die Replikation wird dann auch angeschmissen. Also es wird dann wirklich aktiv ein neuer Node in das Cluster aufgenommen. Die Frage war, was passiert, wenn ich einen wegnehme? Gibt es da irgendwie dann Mechanismen, die da aufpassen, dass alles richtig läuft? Oder? Keine Ahnung. Weil das Galera-Template ist nicht von mir. Bisher hat das immer gut funktioniert, also es läuft noch und ich habe eben ein paar Mal Plus und Minus geklickt. Also wir können das jetzt auch mal machen. Setzen kann, dass man weiß, wenn ich hochgehe und ich bin der Erste, dass ich dann weiß, ich Bootstrap und ab dem Zeitpunkt bin. Also die Frage ist, die Frage ist, erkennt Rancher, wer der Erste ist? Ja, kann man machen. Wie es in dem Template ist, weiß ich eben nicht genau. Also man kann mit der Rancher Compose, da kann man eben sowas definieren. Man kann spezifische Health-Checks machen, man kann warten, man kann bestimmte Endpoints aufrufen und so weiter. Und ich weiß es bei dem Beispiel nicht. Noch eine Frage. Benutzt ihr dieses Template oder was Ähnliches in Produktion? Und wenn ja, klappt das ohne dieses Debugging? Ob wir dieses Template oder ähnliche Templates in Produktion nutzen, war die Frage. Wir nutzen... Nicht dieses Template, aber wir nutzen andere Templates. Dafür gibt es eben die Möglichkeit, sich eigene Catalogs zu schaffen. Und das ist das, was ich gerade zeigen wollte. Weil die Software, die wir eben entwickeln, die für unsere Kunden läuft, die ist halt nicht im Docker Hub. Und somit kann auch kein anderer für uns ein Template schreiben. Deswegen haben wir eigene Templates. Es ging eher darum, ob ihr Cluster Template ausrollt und wie schön das ist, die zu debuggen. Also wir haben keinen Galera im Einsatz, aber wir setzen zum Beispiel, das ist nicht meine Entscheidung, sorry. wir setzen zum Beispiel auf den Elk-Stack und den rollen wir zum Beispiel auch über Template aus. Was da passiert, ist auch keine Magie. Also ich möchte mal kurz zeigen, was ich hier gemacht habe. Ja. Die Frage war, ob man Environment, also ob man die Host von einer Environment in die anderen verschieben kann oder löschen muss. Wir müssen sie löschen. Das ist dann auch nicht mehr so vollautomatisiert über Rancher möglich. Also wir können sie deaktivieren, wir können sie dann noch löschen, wir können auch noch purgen, aber es bleiben halt so bestimmte Artefakte übrig auf dem Agent, also auf dem alten Agent. Das heißt, man muss vielleicht einmal die Images da löschen, wenn man den wirklich komplett sauber haben möchte. Und dann kann man ihn natürlich wieder in einer neuen Environment hochziehen. Bitte. Docker-Volumes bleiben dann.
In der Theorie ja. Also die Frage war, bleiben die Docker Volumes auf dem Agent liegen, wenn man ihn löscht? In der Theorie ja, aber das hängt davon ab, wann der Janitor läuft. Also das ist quasi so ein Aufräumdienst von Rancher selber, oder ich glaube, er wird einfach nur verwendet in Rancher. Und wenn der halt schneller läuft, als man selber drauf ist, dann hat man Pech gehabt. Weil man bestätigt im UI, ich lösche diesen Host und ich purge ihn auch. So, und damit sagt man, ja, das wird gelöscht, aber wann es dann letztendlich gelöscht wird, wenn ich ihn direkt danach wieder verwenden möchte, dann mache ich persönlich dann eben manuell. So, und jetzt eine Sache noch kurz zeigen, damit man versteht, wie einfach es ist. Wir haben den Catalog Frostcon. Und wir sehen hier, wenn ich da drauf gehe, es gibt hier, ich kann Namen angeben für den Stack, den ich erstellen möchte. Wir haben hier oben, wir haben Logo, wir haben eine kleine Beschreibung. Wir haben auch einen Link zum eigentlichen Dockerfile oder zum Repo, wo das Dockerfile drinne liegt. Und hier unten, ganz interessant, gibt es Parameter, die ich angeben kann. Und die Parameter sind eben über diese Rancher-Compose-YAML-File definiert. Jetzt gehe ich mal gerade rüber. Wir haben hier das Repository. So sieht es aus, ganz easy. Wir haben eine Versionisierung, die so ein bisschen auf Ordnerebene passiert. Das ist was sich Rancher ausgedacht hat. Bisher funktioniert es gut. Könnte man bestimmt auch anders lösen, aber so ist es jetzt einfach mal. In der Config-YAML selber gibt man so ein bisschen diese Metainformationen an, Beschreibung, URL, Maintainer und so weiter. Alles in YAML, Syntax. Sorry. Und die eigentliche Magic passiert dann hier. Wir haben unsere Docker Compose, die eben dafür sorgt, dass was hochgezogen wird, so wie man es kennt von der Docker Compose. Und da drinnen sind eben Variablen, so Bash-mäßig oder wer im Spring-Umfeld unterwegs ist, der kennt diesen Property Placeholder. Und die werden eben substituiert mit den Werten, die man hier eingibt. Bisschen eigene Syntax hier drinne. Wir haben die Catalog Description. Da ist nochmal so, ich weiß nicht genau warum, aber es ist so ein bisschen redundant. Ich glaube, da passiert auch nochmal was, weil hier kann man nochmal Description angeben. Man gibt auch nochmal eine Version als wirklich ein String an. Das wird dann angezeigt im UI. Und man kann Requirements festsetzen, die eben an das Rancher Setup gestellt werden, wie die Minimum Version oder man könnte, glaube ich, sogar auch die Docker Version sagen, die dann auf dem Host sein soll. Und man kann eben seine Questions stellen, die dann als Parameter im UI angezeigt werden. Da gibt es verschiedene Typen: Int, wenn ich nur einen Port angeben möchte, oder String, wenn ich irgendein Passwort eingeben möchte, oder Passwort gibt's dafür, ich weiß es nicht genau. Und es gibt eben auch einen besonderen Typen, das ist der Service Typ. Und der ist interessant, weil, wenn ich das hier mache, dann bekomme ich einen Dropdown von Services, die in meiner Environment laufen. Das bedeutet, wenn ich jetzt sage, ich möchte das PHP-MyAdmin auf dem Port 8888 starten und das soll sich bitte mit dem Galera Load Balancer verbinden, dann war das alles, was ich machen muss. Also ich muss jetzt nicht in der Docker Compose rumfummeln und da die Werte ändern, weil es eben substituiert wird. So sieht's aus, das haben wir gerade eben im Repo gesehen. Wir sehen meine Antworten auf die Fragen und ich kann auf Launch klicken. Muss kurz dazu sagen, das ist ein bisschen gefaked, weil die Images wurden alle schon runtergeladen. Das dauert sonst ein bisschen länger. Hängt dann natürlich von der Netzwerkverbindung ab. So, wir gehen zurück. Es gibt einen neuen Stack, phpMyAdmin mit einem Container. Ist kein großes Drama. Aber was wir noch bekommen ist, Rancher passt die Syntax oder die passt die Docker Compose und erkennt Verlinkungen innerhalb der Stacks und der Services. Das heißt, wenn ich irgendwie ein großes Setup oder mehrere Container habe, Microservice-Architektur und ich habe irgendwie 15 Microservices, die irgendwie alle untereinander verwendet werden, dann mache ich mir einmal die Gedanken und überlege mir, wer braucht wen. Und dann kommt jemand anderes und will das verstehen und durchforstet 500 Zeilen YAML. So war's. Was man jetzt machen kann, ist, man zeigt sich den Graph an. Das ist hier irgendwie nicht so spannend, weil wir nur einen Link da drin haben. Aber ich gehe nochmal ganz kurz zurück. Ich versuche es. Sorry. Irgendwie ein Hänger. So. Default Environment. Und ich möchte zum Beispiel mir den Graph für Prometheus angucken. So, und dieses Bild ist irgendwie 20 Minuten erklären. Und das kriege ich generiert. Und die Architektur ist eigentlich übersichtlich, meiner Meinung nach.
wenn man weiß, was Prometheus macht und was es so benötigt. So. Ich gehe noch einmal zurück. Unser PHP MyAdmin läuft. Ich kann direkt hier über den Port, den ich eben eingegeben habe, diesen 8888, kann ich direkt das Interface aufrufen. Rancher weiß, auf welchem Agent das läuft. Oben die IP wird automatisch gesetzt. Also ich muss nicht irgendwie nachschauen, wo läuft das jetzt, welche IP, muss den Port dann hinten anhängen und gut ist, sondern ich kann einfach direkt draufklicken, kann mich einloggen und kriege einen Fehler. Schön. Gut, vielleicht hätte ich bei Galera den dritten Knoten nicht wegnehmen sollen, weil ich glaube, Galera braucht drei, oder? Okay. Ja gut. Wir ignorieren das. So, gibt es noch Fragen? Jetzt hier, schade, ich finde Robert geil, hat vorhin noch nicht ausprobieren, aber da merkt man so, dass das immer so ein bisschen daherhängt, weil das ist, was du sagst, mit Links, das anscheinend Rancher Links nimmt, um Abhängigkeiten zu finden, ist ja schon längst deprecated, ne? Jetzt hast du die Hands-on, weil Links ist das nicht mehr gesetzt. Also hast du ein bisschen das Gefühl, irgendwie geiles Zeug muss man so ein halbes Jahr später, da hat man die neuesten Docker-Features drauf. Sonst also, also der Kommentar war gerade, dass man irgendwie immer ein bisschen warten muss, um die neuesten Docker-Features oder die Bleeding Edge zu bekommen. Und ja, das ist auch so ein bisschen die Erfahrung, die wir gesammelt haben. Natürlich hängen die hinterher. Aber wenn ich meine Links, dann heißt das nicht unbedingt, dass in der Compose Links steht, in meiner Stanze ist vielleicht noch, weil ich die irgendwo herkopiert habe. Aber Rancher kann auch schon die Depends on. Also ein halbes Jahr würde ich vielleicht nicht sagen, aber zumindest, wenn die auf ihre Major Release gehen, dann diese drei Monate. Das Rancher braucht keine Images für mich, oder? Also der Entwickler auf seinem Laptop, der hat die Docker-Images zusammengebaut und dann eine Registry geschoben und der Rancher konsumiert die nur. Ja, die Frage war, ob Rancher selber Images baut. Nee. Das ist auch nicht der Fokus. Also wir wollen Management-Tooling um Rancher drumherum haben und im Idealfall muss der Entwickler das auch nicht lokal machen und die selber pushen. Also ist meine Meinung dazu, sondern das macht irgendein CI-System, Jenkins for example, und die sind dann automatisch in der Registry verfügbar. In Rancher selber ist die Registry eingetragen und man muss einfach als User nur noch auf, ne, Klick, ich möchte, Beispiel hier, ich möchte einen neuen Service hinzufügen. Hier bekomme ich alles irgendwie im UI angezeigt, was ich so einstellen kann an meinem Docker-Container. Also ich kann hier verschiedene Volumes hinzufügen, ich kann das Networking einstellen. Das ist halt riesig. Das ist, also die Frage war jetzt wieder, ob Registry eine externe Komponente ist oder ob sie in Rancher irgendwie verfügbar ist. Sie ist nicht automatisch verfügbar, aber wir machen es zum Beispiel bei uns so, dass wir die Registry selber in Rancher laufen haben. Das ist dann vielleicht so eine MISC-Environment, wo wir irgendwie auch so einen anderen Kram drin haben, der so für unsere Infrastruktur unerlässlich ist. Bitte. Du hast gerade gesagt, also wo wird der State vorgehalten? Also wo habe ich die ganzen, also was darf wegfallen, was muss ich so behalten, damit mein System funktioniert? Weißt du, was im Rescheduling drin, wenn der Agent ausfällt? Ja, und die weiß er, was wo laufen soll. Ja, die Frage war, wo wird der State vorgehalten? Gibt es ein Rescheduling? Wer weiß, was wo läuft? Das weiß der Rancher Server an sich selber. Der setzt auf eine MySQL-Datenbank auf, in den Docs steht, mach ein HA-Setup, use MariaDB. Und da steht eben quasi, steht die Konfiguration, wird da drin vorgehalten. Und die einzelnen Agents fragen die Konfiguration stetig beim Master nach. Deswegen sagt man auch. Ein Druckbalancer oder kann ich den drei Endpoints an die Weltkonsole, dass ich sage, du hast den drei Master, die du auch machen kannst? Sorry, yes. Die Frage war gerade, ob es dann High Availability Konzept für gibt. Ich bin jetzt mal gerade einfach auf die Seite gegangen. Ja, gibt es. Das ist dann aber einfach nicht mehr Make it run, sondern da muss man dann ein bisschen mehr für machen. Weil man dann eben auch HA-Config-Skripte braucht. Man muss die Datenbank dann auch clustern. Ja. Das Schöne dabei ist,
wenn Rancher irgendwie abraucht oder nicht mehr funktioniert, die Services, die Docker-Services, die drauf laufen, die auf den Agents laufen, die laufen halt weiter. Das heißt, im Normalfall, wenn man irgendwie ein Problem im Server hat, von unserer Erfahrung her nach... Es geht. Dann kommt es natürlich auf die Scheduling-Algorithmen dran. Normal macht er halt ein Rescheduling. Da kommt es dann halt auch drauf an, wo hast du deine Persistenz, wie hast du das gemacht, hast du es geclustert, hast du einen GlassFS da drunter oder was auch immer, bietet Rancher halt auch Optionen. Ist man im Endeffekt erstmal gefühlt selber ein bisschen dafür verantwortlich, wie man damit umgeht. Und man wird aber gut unterstützt. Also ein GlattFS auf allen Hosts oder so unterstützt dann pro Environment, wo man dann auch Volumes und Daten ablegen kann oder ein Galera oder was auch immer, dass er dann gut verteilt auf den Sachen, wo du auch die normalen Properties von Swarm oder sonstigem, was du halt gerade nutzen willst, nutzen kannst, um zu sagen, wie du das gescheduled haben willst. Da hinten noch? Verwendet ihr es in der CI, also Audio Container mit Jenkins, Images mit Jenkins und Postgres? Aber was habt ihr an einem Konzept, die irgendwie zu markieren, dass ihr beispielsweise irgendwie auf Feature-Planen steht, eigene Umgebung bauen könnt? Also wenn ich einen Feature-Branch habe und möchte davon einmal in die Umgebung laufen lassen, dann muss ich was, macht ihr das oder baut ihr irgendwie nur einen Develop-Stand? Also die Frage war, nutzen wir diese Pipeline über CI mit Jenkins zum Beispiel, der Container baut und die dann deployed werden automatisch und wie gehen wir damit um, wenn wir auf Feature Branches Builds machen wollen und dementsprechend Container davon bauen möchten. Ja, wir setzen das ein, auch über Jenkins, auch über das Rancher Command Line Tool. Und jein, also Feature Branches bauen wir nicht automatisch, aktuell in dem Projekt, wo wir das so einsetzen, nicht. Aber theoretisch wäre das natürlich möglich. Das Problem ist halt nur, dass man einmal irgendwie den Setup machen muss, um Rancher zu sagen oder um überhaupt diesen Stack halt anzulegen, wo dann dieses Feature-getaggte Image eben deployed wird. Aber grundsätzlich ist das möglich. Die Frage ist halt einfach nur, ist das so ein kurzlebiger Feature-Branch, wo ich mal 3 Stunden was entwickle, oder ist das was, wo eventuell 2 Wochen Arbeit reinfließen? Dann würde ich natürlich auch mir einmal die 5 Minuten Arbeit machen und das gerade in Rancher ziehen und dann immer eben eine Möglichkeit zu haben, wo ich Continuous Integration drin habe. Das heißt, es wäre dann wie eine neue Umgebung, also ein neues Environment, in dem dann die Container mit einer bestimmten Situation, anderen Missionen gestartet werden. Die Frage war, wäre das ein neues Environment? Das hängt davon ab. Ich würde sagen, nein, wenn man eine Staging-Environment hat, dann kann man das eben konfigurieren. Also man kann ja sagen, ich lasse jetzt hier einen Stack laufen, der hat dann irgendwie drinne /my/feature und da weiß ich ganz genau, das läuft auf einem anderen Port. Oder ich kann auch über die Scheduling-Rules, also wenn ich mehrere Agents habe, kann ich auch sagen, lass das bitte nur auf diesem einen Agent laufen. Und wenn man sich wirklich komplett da isolieren möchte, wenn man das nur lokal machen möchte, kann man, wie gesagt, seine eigene Entwicklermaschine auch als Agent hinzufügen und kann dann einfach dieses CI-Deployment dann auf seinen eigenen Rechner machen lassen. Also es wäre halt auch immer noch eine Option. Also die Frage ist, wie man von außen an die Container rankommt. Also an die Container-IPs, die intern verwendet werden, kommt man nicht ran. Da kann man, da muss man sich schon bemühen, um da dran zu kommen. Also irgendwie über die Docker-Bridge ist Stress, weil Rancher bringt was mit, nämlich HA-Proxy. Das heißt, ich kann in einem Stack, wir machen es so, wir erstellen dafür eigentlich einen eigenen Stack, der dann sowas so heißt wie Gateway, Common Gateway, Infrastruktur Gate, irgendwie sowas. Und da drinnen liegen dann 1 bis n Load Balancer. Wenn wir zum Beispiel das Load Balancing von HTTP und HTTPS trennen möchten, weil das eben jetzt irgendwie gerade so ist. Jedenfalls kann man hier einen Load Balancer hinzufügen. Ich kann ihm sagen, du horchst bitte auf dem Port 80 oder 8080.
Das ist dann wirklich der Port auf dem Agent, auf dem er letztendlich läuft. Ich kann auch noch sagen, auf welchen Port das intern geht, das muss ich aber gar nicht machen. Ich kann dann einfach auswählen, bitte mal Grafana exposen. Und wenn ich das jetzt tue, dann läuft das eben unter der Agent-IP mit dem Port 8080. Und man hat eben den Metadaten-Service, man kann ihn von außen aufrufen. Man kann das über Puppet verwalten zum Beispiel. Ich kann die IP-Adresse einsammeln, habe nochmal meinen Corporate-Proxy oder irgendwie meinen Web-Proxy und sage ihm, deine Backends sind im Prinzip diese IP-Adressen mit dem Port. So machen wir es. Wenn man natürlich Rancher so betreibt, dass es quasi öffentlich steht, dann kann man sich überlegen, ob ich da nicht eben diesen einen Port aufmache oder wenn ich es auf 80 lege, dann brauche ich nichts mehr davor, dann brauche ich keinen weiteren HA-Proxy oder Nginx, der das mir noch nach außen surft. Ich glaube, ja, Zeit ist um.